Wie multipliziert man Potenzen? Bei Potenzen mit gleicher Basis ist das überhaupt kein Problem. Wir erinnern uns an die Definition der Potenz. 2 hoch 7, 7 mal die 2. 2 hoch 3, 3 mal die 2. Wir haben also insgesamt 10 Faktoren. Wir müssen die Exponenten addieren, wenn wir Potenzen gleicher Basis multiplizieren. C hoch 2n mal C hoch 3n. Die Potenzen haben gleiche Basis. Eine Multiplikation entspricht einer Addition der Exponenten. C hoch 2n plus 3n. Den Exponent können wir noch zusammenfassen. C hoch 5n. A hoch 7 mal B Quadrat mal A hoch 3 mal B hoch 6. Wir können die Ausdrücke mit der Basis A zusammenfassen und die Ausdrücke mit der Basis B zusammenfassen. A hoch 7 plus 3 mal B hoch 2 plus 6. A hoch 10 mal B hoch 8. 0,005 mal 10 hoch 6 mal 0,123 mal 10 hoch 3. Wir sollen diese Rechnung überschlagsmäßig durchführen. Zunächst verschieben wir das Komma in der ersten Zahl um 3 Stellen nach rechts, müssen dafür die Potenz um 3 erniedrigen. Das Komma in der zweiten Zahl verschieben wir um eine Stelle nach rechts, müssen die Potenz um eine Stelle erniedrigen. Erhalten dann 5 mal 10 hoch 3 mal 1,23 mal 10 hoch 2. Fassen dann geschickt zusammen und erhalten etwa 6 mal 10 hoch 5 als Endergebnis. Wir wollen zwei Potenzen mit gleichen Exponenten multiplizieren. Wir erinnern uns an die Definition 3 hoch 4, 2 hoch 4. Wir sehen, dass wir nach dem Assoziativgesetz umstellen können und das Produkt 3 mal 2 jetzt 4 mal hier zu stehen haben. Offensichtlich ist a hoch x mal b hoch x gleich a mal b in Klammern hoch x. 3 hoch 128 mal 1 Drittel hoch 128, wir haben zweimal denselben Exponenten. Wir können die Basen multiplizieren, 3 mal 1 Drittel oder 1. 1 hoch 128 ist 1. Wenn wir zwei Potenzen mit gleicher Basis dividieren wollen, können wir dies ähnlich diskutieren wie bei der Multiplikation. Wir erinnern uns an die Definition der Potenz und sehen, dass eine Division der Potenzen auf eine Subtraktion der Exponenten hinausläuft. A hoch x durch a hoch y ist a hoch x minus y. A hoch 15 durch Klammer a hoch 12 durch a hoch 3. Die Klammer wird zuerst berechnet, a hoch 12 durch a hoch 3. Wir ziehen die Exponenten voneinander ab, erhalten dann a hoch 15 durch a hoch 9, eine weitere Division. Wir ziehen ein weiteres Mal die Exponenten voneinander ab, a hoch 15 minus 9, a hoch 6. Für die Division von Potenzen mit gleichen Exponenten gilt Ähnliches wie für die Multiplikation. A hoch x durch b hoch x ist a durch b in Klammern hoch x. Wir haben gesehen, dass eine Division von Potenzen manchmal auf eine Subtraktion von Exponenten hinausläuft. Diese Subtraktion kann auch zu negativen Zahlen führen. 3 hoch 4 durch 3 hoch 7 etwa ist 3 hoch minus 3. Die Potenz 3 hoch minus 3 bedeutet also 1 durch 3 hoch plus 3. Generell ist a hoch minus x gleich 1 durch a hoch x und umgekehrt a hoch x gleich 1 durch a hoch minus x. Ein Bruch hoch minus x ist gleich dem Kehrwert des Bruches hoch plus x. Bei der Subtraktion der Exponenten kann sich auch eine 0 ergeben. 3 hoch 4 durch 3 hoch 4 ist 3 hoch 0. Dies entspricht offensichtlich 1. Jede Basis hoch 0 ist identisch mit 1. Wir können auch Potenzen negativer Zahlen formulieren. Durch Aufspaltung in ein Produkt kann man sich zum Beispiel klar machen, dass minus x hoch 4 gleich minus 1 mal x hoch 4 ist oder minus 1 hoch 4 mal x hoch 4 oder x hoch 4. Beachten Sie, dass die Potenzen negativer Zahlen nicht gleichbedeutend sind wie negative Potenzen. 1 durch g hoch minus 3 ist g hoch plus 3. Negative Potenzen in dem wichtigen Dezimalsystem haben eigene Bezeichnungen. Ein Zehntel, 10 hoch minus 1, ist ein Dezi. Ein Hundertstel, 10 hoch minus 2, ist ein Centi. Und ein Tausendstel, 10 hoch minus 3, ist ein Milli. Ein Millionstel ist Mikro, ein Milliardstel Nano, ein Billionstel Pico und ein Billiardstel Femto. 10 hoch minus 18, ein Trillionstel, ist ein Atto. Man kann diese Vorsilben nutzen, um sehr schnelle Prozesse zu quantifizieren.
Ein Elektronenblitz hat eine Dauer von etwa einer Mikrosekunde. Molekulare Schwingungen dauern etwa eine Pikosekunde.